Wer dieser Tage mit offenen Augen durch die Stadt spaziert, bemerkt kleine, aber farbenfrohe Veränderungen. Perna putzt sich heraus. Der Tag der Kunst steht in den Startlöchern. Wir freuen uns, dass wir vor allen Dingen Pirna in so einer charmanten, friedlichen Art zeigen dürfen. Pirna ist jetzt in letzter Zeit oft in die Schlagzeilen geraten, so ein bisschen aus der rechten Ecke. Und wir wollen einfach zeigen, dass Pirna eine kulturvolle Stadt ist, dass sich die Menschen hier freundlich und friedlich begegnen. Vor allem in der Schmiedestraße gilt es, den Blick nach oben zu richten. Dort präsentiert die Straßengalerie insgesamt 26 Werke von regionalen Künstlern. Ein farben- und gestaltungsfrohes Highlight, dessen Vorbereitung durchaus zeitaufwendig ist. Deshalb fangen wir im Herbst schon an, die Leinwände zu kaufen, im Winter die Leinwände zu nähen, dann den Künstlern zu verteilen, zu einem Thema etwas zu entwerfen. Das ist also ein Prozess, der dann auf diesem Wochenende fokussiert wird und freuen uns auch, dass das Wetter mithält. Es wird nicht so heiß, sonst gehen die Leute baden und so können sie sich bei den Temperaturen in Kunst baden. Die Möglichkeit dazu bieten am kommenden Wochenende über 40 Standorte in der Altstadt. Den Besuchern soll so das Eintauchen in die Welt der regionalen Kunst- und Kulturszene ermöglicht werden. Eine besonders vielfältige Anlaufstelle ist dabei die Galerie Vielfalt. Ja, unsere Galerie Vielfalt, das ist ein Zusammenschluss von 17 Künstlern und jeder von uns macht etwas anderes. Entweder Gemälde, Grafiken, Töpferei, gibt's Schmuck, gibt's Porzellanarbeiten, Glasarbeiten. Und weil das so viel Verschiedenes ist, haben wir uns die Galerie Vielfalt genannt. Claudia Pinkau selbst arbeitet am liebsten mit Aquarellen. Kollegin Brigitte Arnold dagegen gern auch mit Naturmaterialien. Ihre Liebe zum Thema Meer ist dabei nur schwer zu übersehen. Irgendjemand sagte mal, sie malen herzensgute Bilder und das trifft es, glaube ich, ganz schön. Also mein Grundsatz ist, ich hinterlasse gern die Welt ein bisschen schöner, als ich sie vorgefunden habe. Man wird, glaube ich, nichts Hässliches in meinen Bildern finden. Etwas für Pirna vollkommen Neues finden die Besucher dagegen hier. Im alten Bahnhof kommt es zur Vereinigung mehrerer Künste. So treffen in der Boutique Absolut Brit Mode, Malerei, Papeterie und Kleinkunst aufeinander. Heike Fuchs und Heike Böttger wollen so die vereinende Kraft der Kunst erlebbar machen.